Heidi Karl hat ja 66 Jahre hier auf der Bühne gestanden. Das muss man sich mal vorstellen, 66 Jahre. Hat ja als ganz junge Frau hier angefangen. Und das beides ist so miteinander verwachsen, auch wenn sie heute eben nicht mehr live in einem Stück auf der Bühne steht, ist das eine oder das andere, ohne das eine oder andere nicht zu denken. Blond bezopft tritt sie 1933 erstmals mit der niederdeutschen Bühne Richard Unsorgs auf, Vorläufer des Unsorg-Theaters. Eigentlich will sie nur eine Freundin zum Vorsprechen begleiten, doch sie ist es, die entdeckt wird. Heidi Kabel macht mit Dialektstücken Karriere und wird schnell zum Liebling des Publikums. Die Heimatstücke passen zur Ideologie der Nazis. Der Hamburger Reichsstatthalter Karl Kaufmann schwärmt vom Bekenntnis zur Art, zum Blut und deutschen Boden. Unsorg erhält 1936 ein festes Haus in den Großen Bleichen. Im Ensemble trifft Heidi Kabel den Mann fürs Leben, den Schauspieler und Regisseur Hans Mahler. Der Karriere wegen drängt sie ihn, Mitglied der NSDAP zu werden. Bis kurz vor Kriegsende treten sie gemeinsam auf. Eine Schauspielerehe. Wir haben es nicht leicht gehabt. Denn wir haben geheiratet, danach ein Jahr später brach der Krieg aus. Und das waren schon schwierige Zeiten. Dann danach diese wahnsinnige Hungerzeit, wo wir auch mal aufs Land gefahren sind und Kartoffeln geklaut haben und eine Rübe, weil ich nichts zu kochen hatte. 1945. Hamburg in Trümmern, Elend, soweit der Blick reicht, Hunger und eisige Kälte. Kohlenklau und Schwarzhandel sichern das Überleben. Eine schwere Zeit für Heidi Kabel und ihre drei kleinen Kinder. An der niederdeutschen Bühne dürfen Heidi Kabel und ihr Mann nicht mehr spielen. Das Ensemble will zunächst mit den Mitläufern nichts mehr zu tun haben. Um ihre Familie ernähren zu können, tingelt sie durchs Hamburger Umland. Hilfesuchend wendet sie sich 1947 an britische Besatzungsoffiziere. Das war in der Esplanade, da irgendwo saßen die Engländer. Und ich bin dann rein, ja, was sie wünschen, und da habe ich das erzählt. Ich bin die und die und spiele da und da, und ich möchte nur wissen, ich habe drei Kinder, ich möchte wissen, wie lange noch. Ja, setz euch mal hin. Dann habe ich mich hingesetzt. Nach 10 Minuten sagt er, Sie können wieder spielen. Ich sage, und mein Mann natürlich auch. Sie können beide wieder spielen. Ich sage, und das möchte ich schriftlich haben. Von uns brauchen Sie nichts schriftlich, hat er gesagt. Was der Engländer sagt, das hält er auch. Und dann durfte ich nach Hause gehen. Dann sage ich, Hans, wir können wieder spielen. Und dann sind wir hin zum Theater. Und die waren eigentlich nicht sehr angetan davon. Die haben sich das ganz anders vorgestellt. Und dann fing mein Mann wieder an. Und bei mir wollten sie denn das Gehalt um 2/3 kürzen. Und da habe ich gesagt, nö, das nicht. Das mache ich nicht. Master, da muss Betty ihr Genie übernehmen. Aber Kim, da haben wir eine Verlobung mitgefeiert. Schon 2 Jahre später werden Hans Mahler und Walter Scherau Leiter der Bühne, die jetzt Unsorg-Theater heißt. Siehst du, Player, das ist der Charakterunterschied, ne? Ihr Zöllners und Sünders, ihr seid ja von Natur aus so ein bisschen edelbetätigt. Aber was ich bin, ich halte das mehr mit dem schönen Spruch aus der Bibel. Wer ehrlich durchs Leben kommen will, der muss sich immer noch so ein bisschen dazu schummeln. Für Hans Mahler und Heidi Kabel geht es wieder bergauf. Vorstadtidylle in Nienstädten. Haus und Garten, eine heile Welt. Es ging hier weiter, sich um die Bühne zu kümmern, ne? Und alles zu besprechen und so weiter.
Aber es war wunderschön. Ich meine, wir haben ja nicht über uns gesprochen. Es ging immer über Theater und die Schauspieler und die Stücke vor allen Dingen. Sie gingen morgens um 9 Uhr, zwischen 8 und 9 Uhr zu den Proben, kamen mittags um 12 Uhr wieder. Dann wurde gegessen und dann waren sie eigentlich schon fast wieder weg. Es gab ja Nachmittagsvorstellungen und Abendvorstellungen. Dann kamen sie so gegen 11, 12 wieder. Dann hat mein Vater noch bis 4 Uhr morgens gearbeitet. Also, ich kann mich sehr gut an sie erinnern, sie häufig gesehen zu haben. Aber sie waren offensichtlich nicht so häufig da. Ich habe das auch immer überlegt, wie die das eigentlich gemacht haben. Wahrscheinlich hat meine Mutter denn gespielt und mein Vater war zu Hause. Oder meine Brüder waren eben da. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, meine Eltern seien nicht da. Hans Mahler und Heidi Kabel zu Hause. Sie hält die Familie zusammen und gibt die Richtung vor. Nur manchmal zeigt sie deutlich, was sie denkt. Sie fragt mich ja heute noch, hast du ein bisschen Geld in der Tasche? Ja, also das heißt, sie möchte mich eigentlich immer noch unterstützen. Ich meine, jetzt sind wir langsam erwachsen geworden. Aber dieses Mutter-Kind-Verhältnis, das ist immer noch da. Nicht? Das helfen wollen. Kann man helfen? Nicht? Selbst wenn ich hier arbeitsüberlastet bin, wenn ich also viel zu tun habe, fragt sie sich, mit was kann ich denn helfen? Meine Mutter war richtig meine Mutter. Und das, finde ich, ist das Schönste, was es gibt. Was heißt das? Dass sie richtig, also nicht so kumpelig ist zu uns, sondern wirklich, also ich sag Mami zu meiner Mutter. Und das ist eine richtige Mami und mit der konnte man kuscheln. Und ich habe meine Mutter auch immer als Schauspielerin bewundert. Und sie war in der Familie eine große Autorität. Also wenn die einen anguckte, dann tat man auch schon, was sie wollte. Vielleicht erst beim zweiten Mal, aber wenn sie guckte, dann tat man's. Na, nun aber mal ruhig. Heute habe ich eine große Überraschung für Sie. Das haben Sie noch nicht erlebt, seit Sie mir so schön helfen. Einweichen und entwerten vorbei. Na, Sie werden staunen. Bei mir nicht. Blau? Ist ja komisch. Aber ganz hübsch. Herrje, meine Wäsche. Ja, wo hat sie denn bloß das Spülmittel? Mal sehen. Spülmittel sind völlig überflüssig. Der Erfolg ist, na, auf den Erfolg bin ich mal gespannt. Heidi Kabel, resolute Reklamemutter für strahlend saubere Wäsche. Da bist du platt. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Prima. Nie in meinem Leben hatte ich ein strahlenderes Weiß. Nicht wahr? 1969 wirbt sie mit Henry Fahl für die ARD-Fernsehlotterie. Die beiden sind jetzt das Bühnenpaar des Deutschen Volkstheaters. So, und nur noch den letzten für uns beiden Hübschen. Und der muss ich aber nach dem Bett, du. Wird aber auch Zeit für dich, Jan. Wir schon wieder ganz schön tun. Ja. Du sollst dein Geld lieber für was anderes ausgeben als für Grog. Spar mal und mach mal eine schöne Reise. Mach ich doch jeden Tag. So. Von Kneipe zu Kneipe. Und ich gebe doch auch immer ganz schön ein für dich aus. Ne? Das sollst du ja gar nicht, Jan. Ne? Und wenn ich dir doch so gern leiden mag. Ja, das kannst du ja auch ohne Grog, ne? Ja. So, das sind nur 15 Stück. 10 für dich und 5 für mich. Ja, hier, mal zusammen 15 Mal. Mhm. Prost. Okay. Prost, Jan. Na, nicht so hastig, Jan. Wir haben mal zusammen in einem Warenhaus Autogramme geben müssen in der ersten Etage. Also wunderschön dekoriert, alles herrlich. Und dann machen sie die Türen auf und dann kam so ein Menschenschwall die Treppen hoch und uns sehen und auf uns los. Ich sag, Henry, weg! Und bin aufgesprungen und an die Seite und die sind über die Tische gefallen, über unsere Tische, wo wir gesessen haben. Die sind da drüber weggefallen. Und ich bin nur irgendwo an die Wand, habe mich an die Wand gedrückt. Und dann war da eine Tür,
eine Tapetentür. Und da habe ich gedacht, erst mal gefühlt, ja, da war Platz und dann bin ich da rein. Von so 15 Meter weiter längs. Heidi, bist du da? Ich sage, ja, ich bin hier. Der war auch hinter die Tapetentür gegangen und dann haben wir da hinten gewartet, bis die Leute wieder weg waren.